Einen wunderschönen guten Morgen am Mittwoch, den 7.12.2022. Wochenteiler, gestern war ja Nikolaus und seid ihr alle schön reich beschert worden? Wenn nicht, waren die Stiefel nicht sauber? Nicht traurig sein. Ich möchte nochmal an dieser Stelle auf unser Gewinnspiel hinweisen. Einmal 2 schöne Tassen von der Schwarzwaldwürze für Platz 3 und 2 und für Platz 1 dieses Jahr gibt es diese wunderbare JBL Bluetooth Box mit Schwarzwald Radio Branding hinten drauf. So, genug Werbung fürs Gewinnspiel gemacht. Ist dann unten alle Teilnahmebedingungen und wie ihr da mitmachen könnt in der Textbeschreibung dann drinne. Ich hole meinen Kaffee und dann machen wir Türchen 7 auf. Chin-Chin! Wie gesagt, Platz 2 und 3 kriegt auch eine wunderschöne Tasse von der Schwarzwaldwürze und die TBL-Box. Ich stelle die mal beiseite. Das Gewinnspiel ist kostenlos und ihr könnt einfach mitmachen. Alle Infos auf dem Blog tipps-tricks.info. So, Delle, habt ihr schon auf der Seite Türchen 7 gesichtet? Ich habe noch gar nicht geguckt im Vorfeld. Ich mache das ja immer direkt mit euch zusammen. Hier haben wir die 7 heute auf der linken Seite. Bei dieser Kalender ist ja was Besonderes für alle, die neu eingeschaltet haben. Vorder-, Rückseite, links und rechts. Und was haben wir heute hier am Wochenteiler? Wir haben einmal Evermann Black Forest Double Distillation Blend Whisky 40%. Schick, schick. Und einmal 50 Schwarzwaldtaler. Ja, das ist ganz fein. Wenn ihr wissen wollt, was Schwarzwaldtaler sind, machen wir gerade mal den Schlag wieder zu. Und ihr euch fragt, was sind die Schwarzwaldtaler? Geht mal auf schwarzwaldradio.com oder auf schwarzwaldtaler.com. Dort findet ihr alle Sachen. Das ist ein ganz cooles Partnerprogramm von denen, wo man als Wettermelder täglich 5 Schwarzwaldtaler sammeln kann. So, genug gelabert. Jetzt schaltet alle brav zum Thomas Schminke, zum neuen Morgen rüber. Der wartet nämlich auf euch und versorgt euch mit dem neuen Morgen mit sehr guter Musik. Richtig einen tollen Start in den Mittwochmorgen. Also dann, bis morgen am Donnerstag, den 8.12. Schönen Tag noch. Ciao.